Arnold Schönbergs erste belegbare Beziehungen zur Stadt Mödling gehen in das Jahr 1896 zurück, als er nach Aufgabe seines Postens als Bankangestellter die Leitung des dort ansässigen Arbeitergesangsvereines Freisinn übernahm. Nach Erinnerungen seines Sohnes Georg legte er damals immer einen Teil der Strecke zwischen Wien und Mödling zu Fuß zurück, da sein Honorar nicht für beide Bahnfahrten reichte. Nach einem Aufenthalt in Berlin verweilte der mittlerweile mit Mathilde Zemlinski verheiratete Schönberg 1904 abermals in Mödling. Die Sommermonate verbrachte er bei den Eltern seines Jugendfreundes David Josef Bach in der Brühlerstraße 104. Dort komponierte er an seinem ersten Streichquartett Opus 7 sowie an den 6 Orchesterliedern Opus 8. Erst kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs sollte Mödling im Leben Schönbergs wieder eine Rolle spielen. In der von materieller Not bestimmten Nachkriegsatmosphäre war für seine Tätigkeit als Lehrer und Komponist in Wien nur wenig Raum. Schönberg suchte Zuflucht in Mödling, wo sich die folgenden Jahre als entscheidend für seinen weiteren Werdegang erweisen sollten. Im Frühjahr 1918 bezog er mit seiner Familie eine Wohnung in der Bernhardgasse 6. Noch im selben Jahr wurde hier die Idee zu einem Verein für musikalische Privataufführungen geboren. Der Verein setzte nicht nur als Pflegestätte von Novitäten, sondern auch durch seine unkonventionelle Satzung neue Maßstäbe. Auf eine genaue Bekanntgabe des Programms wurde verzichtet. Beifalls- oder Missfallensbekundungen wurden verboten. Wiederholung von Werken standen auf der Tagesordnung, um Künstlern und Kunstfreunden eine wirkliche und genaue Kenntnis moderner Musik zu verschaffen. Neben seiner bis 1920 währenden Lehrtätigkeit an den Schwarzwaldschen Schulanstalten gab Schönberg in der Bernhardgasse auch Privatstunden. Über 100 Schüler nahmen in jener Zeit Kompositionsunterricht, darunter Hans Eisler, Rudolf Kolisch, Paul Amadeus Pisk, Josef Pollnauer, Karl Rankel, Erwin Ratz, Josef Rufer und Viktor Ullmann. Die Schüler reisten mit der elektrischen, mit der Dampftramwei, aber auch zu Fuß an, da nach dem Krieg die öffentlichen Verkehrsmittel in der Umgebung Wiens nur unregelmäßig verkehrten. Schönbergs Sohn Georg erinnert sich. Mit Webern, der ja ebenfalls 1918 nach Mödling gezogen war, unternahm er an Sonntagen oft ausgedehnte Spaziergänge auf den Anninger. Auch Berg und seine Frau kamen öfters zu Besuch, ebenso viele andere Freunde und Schüler. Neben seinem Schülerkreis empfing Schönberg 1922 in Mödling auch Besuch aus dem Ausland, so etwa die beiden französischen Komponisten Francis Poulenc und Darius Milhaud, der später berichtete: „Er lud uns zu sich nach Mödling in der Nähe von Wien ein. Dort verlebten wir einen wunderschönen Nachmittag." Schönberg sprach ausführlich von seiner Arbeit, besonders von seinen Opern Glückliche Hand und Erwartung, deren Partituren ich mir gerade gekauft hatte. Die Wände seiner Wohnung waren voll von Bildern, die er selbst gemalt hatte. Gesichter und Augen. Überall Augen. Historische Bedeutung erlangte Arnold Schönbergs Mödlinger Zeit durch die Entwicklung der Methode der Komposition mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen. I am still more a composer than a theorist. And when I compose, I try to forget all theories, and I continue composing only after having freed my mind. It seems to me urgent to warn my friends of orthodoxy. Composing with 12 tones is only in a rather small way a forbidding and excluding method. It is in first respect a method ascertaining logical order and organization, of which comprehensibility should be the main result. Nach dem frühen Tod seiner Frau Mathilde im Oktober 1923 plante Schönberg den Umzug nach Wien, da die Wohnung in der Bernhardgasse nicht nur immer zu klein, sondern auch zu entlegen war.
Zu jener Zeit teilte er sie mit Sohn Georg, Tochter Trudi, Schwiegersohn Felix Kreisler und deren im September in der Wohnung geborenem Sohn Arnold. Am 28. August 1924 heiratete Schönberg die um 24 Jahre jüngere Gertrud Kolisch, die Schwester seines Schülers Rudolf Kolisch, in der evangelischen Pfarrkirche zu Mödling. Im Oktober 1925, nach 7 ereignisreichen Jahren, verlässt Schönberg Mödling. Nach einem kurzen Aufenthalt in Wien übernimmt er Anfang 1926 als Nachfolger Ferruccio Bosonis die Leitung einer Kompositionsmeisterklasse an der Preußischen Akademie der Künste Berlin. Hinter sich lässt Schönberg eine Zeit, die von entscheidenden, musikhistorisch bedeutsamen Entwicklungen bestimmt war. Schönbergs Mödlinger Wohnhaus blieb für Jahrzehnte unbeachtet und war Anfang der 1970er Jahre vom Abbruch bedroht. Dank einer Initiative von Walter Smoljan und Elisabeth Lafitte konnte das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt und von der Internationalen Schönberg-Gesellschaft aufgekauft werden. Schönbergs zu Lebzeiten gescheiterter Versuch, Wien zur Pflegestätte zeitgenössischer Musik zu machen, er gründete 1918 einen Verein für musikalische Privataufführungen, scheint nun nachträglich Wirklichkeit zu werden. Die Internationale Schönberg-Gesellschaft hat Schönbergs Wohnhaus in Mödling zu einem wissenschaftlichen Zentrum und Museum ausgebaut. Am 6. Juni 1974 eröffnet der Unterrichtsminister das renovierte Haus in Mödling. In die Fremde nach. In ihm finden sich folgende Zeilen. Sie ist sich des ewigen Werts noch kaum bewusst, diese deutsche und österreichische Heimat. Umso stolzer jedoch wird diese Heimat ein Jahr, nämlich 1974, feiern. Gläubig hoffend und das liebend, was heute sie verkennt. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob diese Heimat Schönbergs Werk wirklich voll erkannt hat. Ob sie Schönbergs Synthese von Fantasie und Logik tatsächlich lieben gelernt hat. Ist es nötig, die Frage des Ministers zu beantworten? In letzter Konsequenz kann auch eine negative Antwort der Bedeutung Schönbergs keinen Abbruch tun, wenn man bereit ist, Schönbergs Worte gelten zu lassen, dass alle Gedanken ausgesprochen werden müssen, die man für richtig hält, auch wenn sie nicht verstanden werden sollten.